Jasmin zu Liebe. Ich habe heute unseren rechtsradikalen Nazi da. Es tut mir voll leid, dass du immer so genannt bist. Echt, ich will mich entschuldigen für jeden, der das so gesprochen hat. Dass du ein Nazi bist, du bist kein Nazi. Das war ganz so süß. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier bei Liebes von Bibel. Ich habe heute den Ketzer der Neuzeit da. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Du suchst uns vor Tagen in Hamburg. Warst heute mit in der Church, darf ich das so sagen? Darf man so sagen. Das sagen nicht, dass du mir gecancelt wirst jetzt. Nee, ich glaube, die Kirche, da habe ich mich ja schon mit angefreundet in Berlin. Du hast es ja miterlebt. Ja, ja. Leib und Seele. Ich war ja fast live dabei. Zum Glück nicht. Ja. Deswegen, vielen Dank, bevor du sagst, danke, dass du so mutige Videos machst. Danke an dich auch, dass du einfach das tust, was du tust. Und eben nicht, wenn Gegenwind kommt, sagst, ah, okay, nee, dann wie die Fahne im Wind wechseln wir jetzt mal die Seiten, ja, wenn es blöd wird. Sondern dich sogar ein zweites Mal mit mir jetzt hier triffst. Ja, ja. Und ich wurde sogar gewarnt. Ja, ich kann es dir vorstellen. Was nicht? Ja, wie fandest du es überhaupt in der Church eigentlich? Das ist vielleicht für viele auch so interessant. War cool. Ja, es war mein zweiter Gottesdienst. In der Freikirche? Generell in meinem Leben. Also ich war bei einer Taufe, bei einer Hochzeit, das war ja super christlich. Aber bei dem ersten Gottesdienst vor einer Woche, bei dem der Meinen wir eigentlich diesen Berlin-Gottesdienst? Genau. Nennst du es Gottesdienst? Okay, ja gut. Ja, ja, okay, ja, ja. Ist okay. Und heute nicht nur irgendein Gottesdienst, sondern welcher Tag haben wir heute? Den Sonntag. Ostersonntag. Ach so, Ostersonntag. Die Auferstehung. Ach, stimmt. Krass, du warst am Ostersonntag bei uns in der Gemeinde. Richtig. Hat mich richtig gefreut. Richtig. Nee, und das war Hammer. Also viele, viele, viele Leute, viel größer als der kleinere Gottesdienst, den ich dort in Berlin miterlebt habe. Einen coolen Pastor gehabt, der Nils, mit dem habe ich mich ja gestern getroffen, der auch aus der Gemeinde kommt, hat schon angekündigt oder im Gebet gesagt, ich hoffe, ihr habt eine Power-Rede, einen Power-Pastor. Und das haben wir. Also viel gesungen. Also ich fand's klasse. Ja. Ja, der Pastor ist echt, also der trifft, also die Sätze aus der Mund klingen einfach anders, wenn er sie sagt. Verrückt. Ja, richtig cool. Und vielleicht können wir da gleich schon so einleiten. Die Leute kennen deinen Content, deinen Inhalt deiner Videos und ich will gar nicht so sehr drauf eingehen, weil mittlerweile wissen die Leute, was du denkst und was ich denke. So. Aber was natürlich ganz, ganz viele Leute mal interessiert, ist so, ist der Christ, wenn der so denkt, wie er denkt. Also der vertritt ja sehr viele konservative Werte, die auch wir Christen so vertreten. Würdest du dich selber als Christ bezeichnen? Das interessiert so viele Leute. In den letzten 2 Jahren, wo ich mich immer mehr mit den Thematiken Glauben, Religion, unter anderem auch Spiritualität und diese ganze fernöstliche Geschichte immer mal mitgehört habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich wirklich so Bücher-Junkie-mäßig da irgendwo reingelesen habe. Ja. Ab und an hat man von jeder Seite mal ein bisschen was mitbekommen. Aber vor allem die letzten Monate immer mehr aus der christlichen Richtung entwickelt. Wieder über Menschen wie dich, die einfach in mein Leben gekommen sind. Oder auch über Videos, die auch manchmal von dir kommen. Also sehr, sehr coole Rede an der Stelle von dem Pastor, der über... Ach so, von der ELB Frankfurt über... Ja, hier an der Stelle kann ich ja nochmal einblenden. Über Gender war die Predigt. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Predigt hieß. Aber ja, ELB Frankfurt, der Tobias Riemenschein. Ja. Ja, und das ist natürlich eine riesige Überlappung. Zum Beispiel dieses Thema Sexualität, was jetzt vom Staat immer mehr in die Gesellschaft gedrückt wird und dort Veränderungen probiert wird zu erzwingen. Und die Kirche, beziehungsweise besser gesagt der Glaube, der bietet ja die komplette Alternative, was ja nicht mal eine Alternative, sondern einfach so der Grundwert. So, hey, Kinder und Sexualität als Beispiel, die gehören nicht zusammen. Und man erklärt uns von der Wissenschaft eben genau, nö, Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen. Und dann denkt man sich natürlich schon, okay, all die Opposition jetzt auf politischer Ebene, Parteien, Organisationen, Abstimmungen, die sind alle Teil dieses politischen Systems und können, wie ich immer mehr merke, keine starke Gegenposition zu diesem Irrsinn, zu dieser Degeneration sein. Das muss der Glaube sein, das muss diese Struktur geben. Und wir haben ja in den letzten Stunden schon sehr viel drüber geredet. Ja, wir reden echt sehr viel drüber. Deswegen, das auch nochmal vielleicht dazu. Ja. Also wir haben jetzt die Tage sehr viel über Glaube und auch seitdem wir uns kennen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Deswegen ist das jetzt für uns beide so eine
Wiederholung praktisch. So, aber einfach nochmal so für die, die zugucken und so oft fragen, so hey, was hat das mit dem Ketzer auf sich? Ja. Ist der jetzt gläubig oder nicht? Ich habe Interviews gesehen, wo du dich selbst so als gläubig bezeichnest, aber noch nicht so, dass du sagen kannst, ja, also du glaubst schon so an was Höheres, würdest jetzt aber noch nicht sagen, dass es Jesus ist. Habe ich das richtig verstanden? Oder? So kann man es im Endeffekt sagen. Mhm. Also sprich, dass es einen Schöpfer gibt, der all das erschaffen hat, davon bin ich fest überzeugt. Das ist auch einfach irgendwo logisch erklärbar. Alles hat irgendwo einen Anfang. Mhm. Und dieser Anfang muss diese göttliche Kraft gewesen sein. Und im Christentum sagt man dann, okay, Gott wurde dann in Form seines Sohnes eben auch auf die Erde geschickt, um seine Mission voranzutreiben. Oder nicht? Ja. Ganz genau. Ja. Und das höre ich immer mehr, das lese ich immer mehr. Aber wie du schon angesprochen hast, man braucht vermutlich diese eine Begegnung oder diesen... Erfahrung mit Jesus. Ganz genau, ja. Diesen ausschlaggebenden Punkt. So wie wenn du schlecht in Mathe bist und dann übst du auf einmal und dann fällt dieser Groschen. Das hat meine Mutter immer gesagt. Irgendwann fällt der Groschen. Und vermutlich ist das ganz genauso auch bei der Beziehung zu Gott. Wird auf jeden Fall bei dir noch kommen, in Jesu Namen. Kommt diese Begegnung mit Jesus noch. Gerne. Du bist richtig offen dafür, ne? Safe. Ich würde jetzt, glaube ich, gerade bei Christentum bleiben, bevor ich auf dieses Rechtsradikale komme. Ja, ist fair. Weil die Bibel vertritt ja so echt viele viele traditionelle Werte halt. So, ich glaube, sehr in Augen von anderen Leuten sehr fundamentalistisch, was die Bibel so sagt in einigen Dingen. Gerade so, was den Mord an Kindern angeht, also Abtreibungen oder auch andere Debatten in der Gesellschaft gerade, die so diskutiert werden, überschneidet sich sehr viel mit dem, was du auch glaubst. Und ich frage mich, woher kommt dein Gedankengut? Also wie kann es sein, dass ein Mensch wie du einfach ohne die Bibel jetzt sozusagen schon auf diese Werte kommt und Werte vertritt, die eigentlich echt zu 90%, würde ich sagen, einfach biblisch sind? Wie kommt es dazu? Ja? Also wenn man davon ausgeht, es gibt nur eine Wahrheit und die wird uns allem im Leben immer wieder gezeigt, dann ist es ja irgendwo auch verständlich, dass als junger Mensch, der eben auf der Suche nach Wahrheit ist, vieles auf seinem Weg erfährt und dann für wahr empfindet und sagt, okay, das ist es. Und ich habe das halt viel in der politischen Richtung erfahren und dann auch immer mehr auf der Glaubensebene. Nur, dass ich halt eben nicht von vornherein zum Beispiel über die Eltern sonntags in der Kirche war oder eben als Kind aus der Bibel vorgelesen bekommen habe. Da sind alles Themen, mit denen ich mich jetzt erst in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahren immer mehr beschäftige. Und ich bin auch nur auf meiner Reise. Also ich würde ja, das will ich auch an der Stelle sagen, heute kamen ja ganz viele in der Gemeinde auf mich zu und haben gesagt, hey, so schön, ja, das so zu sehen, wie du so angenommen wurdest, das hat mein Herz berührt. Ja, also Wahnsinn, so, ich konnte auch gar nicht mehr aufhören zu lächeln und die anderen auch nicht, es war einfach schön. So, gar keine Frage. Aber was ich da sagen will, ich bin auch einfach nur ein Typ, so der das, was wir alle irgendwo machen, unsere Werte vertreten, mit Menschen reden, mit Menschen aus dem Umkreis, aus der Familie reden, um ihnen zu helfen. Genau das mache ich auch nur, dass ich vorher halt kurz so die Kamera anmache und das, was mir im Leben Spaß macht, so zum Beispiel Videos schneiden, dann verbinde mit dem, was wir alle machen. Und das heißt, ich bin überhaupt nicht irgendwie jetzt anders oder besonderer oder so, weil das kann, glaube ich, schnell passieren. Ich wollte ja schon immer vor die Kamera und YouTube machen und man sagt ja auch, dass jeder Künstler immer irgendwas auch so zu, wie sagt man gleich, irgendwas auszugleichen hat, irgend so ein Bedürfnis so von der Welt angenommen zu werden und da kann man sich halt aber auch schnell verlieren, so in dem, okay, ich bin jetzt voll der krasse Typ, ich bin jetzt so voll der Heftige und das ist eben auch ein Punkt, der aus der alternativen Richtung, wenn man jetzt sich nicht vom Staat unterdrücken lässt und sagt, so, okay, ihr seid alles nihilistische Opfer, so, das ist auch gut so, sondern wenn man dann sagt, nee, ich bin jetzt der Einzelkämpfer oder so der, so was du auch oft kritisierst, dieser an sich selbst Arbeitende. Und da sehe ich auch immer mehr eine Richtigkeit dran, weil wenn man nur an sich selbst glaubt und in diesem Modus war ich jetzt auch die letzten Jahre, dann kann es auch passieren, dass man das vergisst, dass Gott existiert, dass Gott da ist und dass man selbst nicht Gott ist. Mhm. Weil wenn man so sehr an sich selbst glaubt, dass man denkt, dass man selbst alles in der Hand hat, selbst alles kontrollieren kann, selbst Gott ist, dann wird man irgendwann auf den Boden der Tatsachen fallen, gehe ich stark von aus. Aber was hat dich so zum Nachdenken angeregt? Also was war der Startpunkt, dass du sagst, okay, jetzt hinterfrage ich einfach mal. Was war das so? Was ich schon öfter erzählt habe, das war diese zweite Klasse-Geschichte. Ich habe irgendwie über meine Eltern
beim Essenstisch erfahren, okay, es gibt dieses World Trade Center, dieses 9-11-Ding und ich war 7, 8 Jahre, gehe zur Schule und die Ethiklehrerin fragt, okay, liebe Schüler, welches Thema wollt ihr denn mal besprechen? Und dann sollten alle eben nach vorne gehen, an die Tafel und so ihr Thema aufschreiben. Ah, cool. Mhm. Eine gute Idee. Und dann hatte ich einfach diese 3 Buchstaben im Sinn, WTC, World Trade Center. Und wusste irgendwie, das hat irgendwas mit Hochhäusern zu tun, die dann explodiert sind. Und dann hat sie dieses Thema genommen, wahrscheinlich, weil sie auch dachte, hey, das ist ja gerade so ein politisch wichtiges Thema und jetzt habe ich meine Verantwortung, hier muss den Schülern, was ja eigentlich ein bisschen absurd ist, so 7-8-Jährigen erklären, dass da Terroristen in einem Flugzeug, wo tausende Menschen sterben, sodass das jetzt so das Thema ist, was rankommt. Aber gut, hat sie gemacht, hat gesagt, das war ein Terroranschlag und das ist bewiesenermaßen die Schuld von der Terrororganisation Al-Qaida. Und dann habe ich halt gefragt, ob es auch noch eine andere Lösung, eine andere Möglichkeit geben könnte, wer hinter diesem Anschlag steckte. Und da hat sie gesagt, nö, das gibt's nicht, das ist bewiesen und nach dem Motto, daran wird auch gar nicht so geforscht, darüber wird auch gar nicht erst nachgedacht. Warum sollte man drüber nachdenken? Und da habe ich gemerkt, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt so für mich die finale Antwort des Ganzen ist. Und dann war ganz lange Funkstille bis 2015, 16 ein Vortrag von Daniele Ganser, der ein Historiker ist, ein Friedensforscher. Und der hat dieses Thema 9-11 nochmal aufgearbeitet aus einer ganz nüchternen Sicht. Man hat dort 2 große Gebäude, die eingestürzt sind, sagt man, und vergisst aber dabei, dass dann ein 3. Gebäude gegenüber von den 2 auch eingestürzt ist. Aber da ist gar kein Flugzeug reingeflogen. Mhm. Okay. War vielleicht auch neu, das ist das World Trade Center 7. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wie können 2 solche Passagierflugzeuge 3 von diesen Stahlbetongebäuden da zum Einsturz bringen? Das war für viele, glaube ich, ein Thema, 9-11 und spätestens 2020, wo man gemerkt hat, okay, all das, worüber man philosophiert hat, all das, was man sich vorstellen kann, was Böses auf der Welt herrscht, um den Menschen klein zu halten, um den Menschen zu kontrollieren, das klopft jetzt gerade im wahrsten Sinne an die Haustür in Form von, hey, bleib zu Hause und hey, mach einfach genau das, was man dir sagt und wirst keine Probleme bekommen oder sei so der Ketzer. Und meinst du, seit wann? Dieser Corona-Geschichte, okay, 2020. Okay. Das war dann für dich, wo du nochmal... Wo man gemerkt hat, okay, das geht jetzt langsam ans eigene Leib. Man bekommt gesagt, ja, es geht jetzt gerade nur darum, die Welt zu retten, deswegen mach das mal. Aber wenn man dann Informationsquellen hat im Leben und sich die auch anschaut und die auch ernst nimmt, dass es nicht darum geht, die Welt zu retten, dann hat man halt ein Problem. Dann sagt man, okay, wenn es nicht darum geht, hier gerade Menschenleben zu retten, um was geht es dann hier dann? Und dann kommt man auf den Punkt, okay, das ist einfach knallharte Politik, wenn nicht sogar mehr, nämlich aus der Richtung, haben wir auch schon ein paar Stunden drüber gequatscht, Satanismus, was auf der Welt halt wirklich passiert, wer wirklich regiert. Apropos Verschwörungstheorien. Also mit Verschwörungstheoretikern reden wir nicht. Ne? Ganz genau, das ist ganz wichtig, ja. Wir reden mit denen nicht. Mit allen anderen Leuten reden wir, aber mit denen nicht. Es ist eine Anmaßung zu sagen, ich rede mit einem Menschen nicht, weil er eine bestimmte Meinung vertritt. Egal wie gestört dieser Mensch ist, und ich will nicht sagen, dass du jetzt gestört bist, sondern egal wie ein Mensch ist, ob der rechts orientiert ist, links, darauf kommen wir gleich zu sprechen, auf ein bisschen Politik, gar nicht so viel. Egal was es für ein Mensch ist, ob er schwarz ist, weiß, ob er die Meinung hat über Frauen oder Männer oder sonst was, egal was er denkt und glaubt, ich möchte ihm einfach zuhören und ich möchte ihn versuchen zu verstehen. So, und ich möchte auch einfach mit ihm reden. Ich möchte seine Meinung zulassen, weil wir in einem Land leben, danke Gott, wo wir noch Meinungsfreiheit äußern können, zu einem gewissen Grad. Auf Social Media geht es halt eben nicht mehr so ganz so. Aber generell haben wir die Freiheit, noch unsere Meinung zu sagen. Und es freut mich. Und ja, auf der anderen Seite sieht man aber, wie das immer mehr abnimmt natürlich. Ne? Also diese neue, diese intolerante Toleranz, schon was von gehört, die so kommt. Schon mal von gehört. Ich habe mir jetzt alle Videos von dir oder viele reingezogen und ich muss echt sagen, boah, ich habe bei vielen zugestimmt. Und war so, wo ist jetzt dieses Rechtsradikale? Ich habe jetzt keinen Judenhass gesehen oder keine Ausländerfeindlichkeit. Dein Kameramann ist ein geflüchteter Iraner. Mhm. Du hängst mit Ausländern ab. Wenn ich das so sagen kann, wie genau kommt man oder würdest du dich, wenn ich jetzt dich fragen würde, bist du rechtsradikal oder Nazi oder keine Ahnung, was würdest du dann antworten? Ja, also erstmal würde ich ganz klar rechts von rechtsradikal, rechtsextrem und Nazi, das würde ich erstmal alles so probieren auseinander zu klamüsern. Und das wird in der heutigen Zeit ja überhaupt nicht mehr gemacht. Es wird gesagt, okay, da auf der Straße, die gegen eine Impfpflicht sind, das sind Rechte und Nazis. Also es wird immer in einen Zusammenhang gebracht. Und das Wort rechts ist genauso wie das Wort links heutzutage so oft benutzt worden, ohne dass man sich auf einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Und sprich, wenn du ein Wort hast, was niemand eindeutig definiert, sondern jeder seine eigene Auslegung hat in dem passenden Beispiel, dann ist eine Konversation schon ziemlich schwierig.
rechts heutzutage halt in den meisten Fällen negativ behaftet als diffamierend benutzt wird. Ja? Also rechts wird gleichbedeutend mit rassistisch, ausländerfeindlich und pipapo assoziiert. Und nicht mit, okay, man hat Werte in seinem Leben, konservative Werte, also sprich traditionelle Werte, Werte, die es seit Anbeginn der Zeit gibt und die man vertreten möchte. Werte wie, okay, der Staat, der hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, keine Frage, aber der hat nicht die Daseinsberechtigung, die er aktuell einnimmt und die er in Zukunft auch für sich beanspruchen möchte. Das sagen Linke eigentlich wieder auch. Also das heißt, man kann da wirklich sich die Bälle hin und her spielen. Am Ende geht es, glaube ich, darum, dass wir alle in uns drinne Werte haben, auf die man sich berufen sollte. Und es gibt aber nun mal Kräfte, die genau diese Werte benutzen, um eine negative Agenda voranzutreiben. Sprich, wir alle, wie wir hier sitzen, sind dafür, dass man die gottgegebene Natur beschützt und nicht zerstört. Und genauso sagen das auch die, die jetzt sich zum Beispiel auf die Straße kleben und sagen, hey, die Klimakatastrophe ist kurz bevor die Welt geht unter, wir müssen das stoppen. Die werden einfach nur ausgenutzt in ihrem guten Glauben für ein politisches System, was uns am Ende alle unterdrückt. Auch wenn die das jetzt nicht sehen, ist es einfach so. Und die Frage war aber mit dem, ob ich mich jetzt so rechtsradikal... Würdest du dich als rechtsradikal bezeichnen? Wenn du mir sagst, was rechts ist, dann... Also ich würde unterscheiden zwischen rechtsradikal und rechts. Radikal bedeutet halt ja vom Wort her, von der Wurzel her. Also ich verbinde Rechtsradikalismus mit Ausländerfeindlichkeit und mit auch ja, einfach einer Bereitschaft, gewalttätig zu sein, wenn es drauf ankommt. Also die Gewaltbereitschaft ist per Definition immer der Extremismus. Also ins Extreme gehen. Okay, das wäre dann Rechtsextremismus. Genau. Man muss sich vielleicht echt mal mit so diesen ganzen Begriffen auseinandersetzen. 100% muss man das. Ich finde es voll krass, weil die Leute schmeißen ja mit dem Begriff um sich. Also du sagst, ich bin gegen Abtreibung. Okay, alles klar, du Nazi. So, ne? Also findest du das, du wirst schnell als Nazi gelabelt, obwohl du kein Nazi bist, richtig. Ja. Ja, und das hat natürlich auch nur den psychologischen Effekt, den Gegenüber herabzuwürdigen, herunterzustufen, dass man eben nicht mehr auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Und das ist ein politisches Mittel, das ist so alt wie die Erde selbst wahrscheinlich. Ich gucke ja wirklich keine YouTuber, ich bin ja gar nicht so. Deine Videos gucke ich wirklich gerne. Und manchmal, was heißt gerne, manchmal sitze ich danach und bin einfach niedergeschlagen und voll fertig. Aber bei einem Video war das auch so, also es ist ja öfter so, wenn ihr Videos macht, dass andere Leute von außen kommen und den Leuten zusprechen, redet nicht mit denen, die sind rechtsradikal. Und die Leute dann wirklich so, okay, wenn der das sagt, dann rede ich wirklich nicht mit dem und dann hauen die ab. Ich denke mir so, krass, also wie krass manipulativ das sein kann, das einfach so in den Raum zu werfen, ohne zu wissen, was der Mensch wirklich glaubt. Also man müsste halt wirklich diese Wörter definieren. Heutzutage ist halt alles auf den Kopf gestellt und niemand weiß mehr, wo oben und unten ist. Die Linken, die eigentlich gegen diese Hierarchien sind, stellen jetzt gerade alle, die irgendwo Teil der LGBTQ-Community sind, halt auf ein Podest. Die sagen, die sind unterdrückt und deswegen ist die Konsequenz, okay, wir müssen die jetzt höher stellen als andere. Und da fangen viele Probleme schon an, wenn man nämlich eben nicht sieht, dass diese Minderheit unterdrückt wird. Und wer in Berlin sagt, die LGBTQ-Community wird unterdrückt, der lebt halt nicht in demselben Berlin wie ich, wo eine LGBTQ-Kita errichtet wird. Ja, ja. Und jede politische Organisation, Partei, die Regenbogenflagge winkt. Ja, ich meine, wenn ich von mir spreche, kann ich sagen, ich wäre schon gegen jede Art von wirklicher Diskriminierung. Also wenn man jetzt Leute ausschließt, irgendwo an Veranstaltungen teilzunehmen oder wenn man Leute wirklich anfängt zu beleidigen, zu misshandeln, Gewalt anzuwenden und so. Weißt du, was das Ding gerade ist? Nee, was? Dass du das sagst, das ist für mich halt genauso selbstverständlich wie für dich, dass ich darüber gar nicht reden muss. So, ja, ich komme nicht mal auf den Gedanken, das zu sagen, weil es so für mich so eine grundlogische Wichtigkeit, Wahrheit ist. Da hatte ich einen Moment in Italien, das war in demselben Zimmer, in so einem Hostel, eine Deutsche, die ich kennengelernt hatte und die war halt voll im Film so, ey, Feminismus und Abtreibung ist super. Und ich habe halt alles, was sie gesagt hat, genommen und gesagt, ah, okay, verstehe, ja, so bist du drauf, verstehe ich. Ich sehe das halt genau andersrum. Ist ja, also genau, ich sehe das halt anders, ist ja nicht so schlimm. Und sie so, okay, du bist aber einer von den ganz Bösen. Und dann hat sie mich auch gefragt, aber hast du manchmal so Mordfantasien? Und ich, weißt du, und mit so einer Frage, allein wahrscheinlich, dass ich nicht direkt gesagt habe, nein, war für sie schon, aha, ja, wahrscheinlich so, wirklich. Ja, und ich war erstmal so, da war ich wirklich so getroffen irgendwo, weil ich damit nicht klarkomme. So, ich habe erstmal so, auch jetzt noch so. Ja. Ich fand diese Situation sehr, sehr prägend, weil es halt zeigt, wie der Gegenüber von dir denkt, obwohl er einfach
nichts über dich weiß. Was mich natürlich auch interessieren würde, das habe ich dir schon mal gefragt und ich kenne deine Antwort auch, aber ja, die Zuschauer... Mal gucken, ob ich meine Antwort auch kenne. War so, woher nimmst du deinen Standard von Gut und Böse? Wie kannst du, woher entscheidest du, was gut ist und was böse ist? Wo nimmst du das? Mhm. Ja. Ich denke, vieles ist intuitiv. Das heißt, da denke ich jetzt nicht drüber nach, wenn ich... lese, okay, es gibt einen Professor, der sagt so, Sex mit Kindern, das ist gar nicht so schlimm, da kann man mal, wenn das Kind nichts dagegen hat, überlegen, ob man das dann nicht straffrei macht. Da denke ich ja nicht drüber nach, sondern da weiß ich einfach vom Inneren her so, okay, geht gar nicht. Gibt es auch keine Diskussions... Freiraum, ja. Ganz genau. Und jetzt ist wahrscheinlich die Frage, woher diese innere Intuition kommt. Also die Frage stelle ich mir zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es, was heißt, ich kann mir vorstellen, das macht am meisten Sinn und das ist meine Meinung. Es gibt Gut und es gibt Böse und das ist auch nicht eine Frage der Definition, also wie empfinde ich jetzt, wann wird es gut, wann wird es böse, sondern wir haben alle von Gott gegeben eine Art Kompass und ich glaube, dass bei vielen dieser Kompass halt entweder rausgenommen wird im schlimmsten Fall oder halt einfach verwirrt wird. Und das passiert mir sicherlich auch. Also deswegen ist ja der Weg zu Gott den ich einschlagen möchte. Also du glaubst, es ist so in dir drin praktisch, dass man Dinge als gut und richtig einfach definieren kann. Weil das ist so, wer sagt, dass gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel oder Inzest oder so, wer sagt, dass das in Ordnung ist? Und wer sagt jetzt, wie kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, Kinderpädophilie wäre jetzt nicht mehr in Ordnung? Wer zieht da die Grenze und sagt, hier ist es jetzt ein Schritt zu weit? Also woher nimmt der Mensch das zu sagen? Und es gibt ja auch schon, ich glaube, es gibt echt schon Bereiche in der Welt, das muss ich vielleicht auch nochmal nachgoogeln, das wäre jetzt auch richtig unprofessionell, das einfach so rauszuballern, aber ich glaube, es gibt schon Länder, wo es heißt, ja, wenn das Kind auch dazu ja, das Einverständnis gibt, dann ist es in Ordnung. So. Mhm. Weil jeder sagt, ey, mein Gewissen sagt mir, das ist gut. Und der andere sagt, aber ich habe voll den Frieden darüber, das zu tun. Mhm. Ja, wenn man jetzt einfach in Berlin aufwächst, dann sind es entweder die Eltern, die dir ein gewisses Verständnis mitgeben oder dann eben der Staat über Regeln. Und das ist halt natürlich sehr... Matsch. Genau, weil dann gibt es halt keine Linien, also keine Struktur, sondern ja, okay, jetzt sagt der Staat oder die Gesellschaft, die Erziehungsweise das und in 100 Jahren sagt sie das und in 1000 Jahren gibt es halt einfach gar keine Regeln mehr und gar keine Tabus mehr. Das ist ja das, worauf es aktuell hinausläuft. Und deswegen kann man davon ausgehen, oder ist ja die Hoffnung, dass die gottgegebenen Gesetze Eintritt finden in der Welt und eben nicht mehr der Staat bestimmt, was gut und böse ist, was er ja gerade tut. Du sprichst von gottgegebenen Gesetze und ich frage mich halt, also noch bist du nicht so an dem Punkt, dass du sagen kannst, da ist ein Schöpfer und für den lebe ich und für den, keine Ahnung, opfer ich mein Leben. Doch, an dem Punkt bin ich schon. Echt? Ja, dass es einen Schöpfer gibt und dass ich ihm dienen möchte. Echt jetzt? Ja, klar. Jesus, wir lieben dich. Also das ist gar keine Frage. Aber wie du schon gesagt hast, diese Begegnung zu Jesus selbst, die fehlt halt anscheinend. Wow, Jesus wird dir begegnen. Das ist gut. Ja, ja. Ach, voll schön. Also würdest du... Es gibt ja viele Leute, die halt über Gott reden, ne? Also viele Leute sagen ja, also es gibt ja auch andere Religionen, die behaupten, den wahren Gott zu kennen. Mhm. Und er gibt ihnen ja auch gewisse Regeln oder Prinzipien einfach mit. Und dann gibt es natürlich den Gott der Bibel. Und da würde ich halt so sagen, nehme ich halt meine Grundprinzipien raus. Also oder entscheide ich, nicht ich, sondern ich nehme einfach, also wenn ich wissen möchte, was gut und was böse ist, dann gucke ich einfach in die Bibel und die Bibel sagt mir, was gut und böse ist, weil manchmal weiß ich das in manchen Dingen gar nicht. Mhm. Und das Gesetz oder die Bibel zeigt mir einfach auf, wie so einen Spiegel, wer ich eigentlich bin und wer Gott eigentlich ist. So. Und daran kann ich sehen, so, ey, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich alles nicht gut? Und das liebe ich. Also wer sagt zum Beispiel, und das finde ich halt so spannend, wo ist zum Beispiel so der Unterschied, dass du zum Beispiel sagst, dass jemand, der jemanden tötet, wir intuitiv als böse beschreiben. So, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand ein schlechtes Wort über jemanden anderen verliert, dann würde ich vielleicht sagen, ja, war jetzt nicht ganz korrekt. Aber würden wir das auf dieselbe Stufe stellen wie mit dem Mord? Aus der weltlichen Ebene würde ich sagen, das sind natürlich
12 verschiedene Stufen. Mhm. Ich habe auch schon mal jemanden beleidigt, möchte jetzt aber nicht nach dem Maß auf der weltlichen Ebene bestraft werden, mhm, wie für einen Mord. Beispielsweise jetzt irgendwie eine ewige Gefängnisstrafe oder sogar Todesstrafe, mhm, wie auch immer. Aber ich kenne natürlich die Aussage aus der Bibel, die beschreibt, beispielsweise jetzt beim Ehebruch, nicht nur der Akt selbst des Ehebrechens, mhm, sondern auch schon allein die Gedanken oder die Blicke reichen schon, mhm, innerlich, um... Darauf wollte ich nämlich hinaus. Mhm. Ja, voll gut. Mhm. Weil, ich finde den Ansatz natürlich super, weil das eben keinen Kompromiss lässt für, ja, so schlimm ist es ja nicht oder es, mhm, ist ja nur eine kleine Sünde oder so, sondern das zeigt ja halt, hey, es gibt den heiligen Weg und den probiert man zu gehen, das wird man natürlich nicht immer schaffen. Das ist auch in der Bibel gesagt, mhm, wird ja ein sehr schmaler Weg, sehr schmaler Grat und, mhm, links und rechts im wahrsten Sinne sind die Verlockungen, mhm, die man probiert, eben nicht mehr in seinem Leben zu haben. Mhm. Aber ja, also zu der Frage, erstmal würde ich natürlich sagen, eine Beleidigung ist nicht dasselbe, wie jemanden, mhm, umzubringen. Mhm. Ja, und das, was du schon meinst, das hat es ganz gut getroffen, so daran, mhm, wollte ich auch anknüpfen, so, dass Jesus ist so gut und er nimmt wirklich den Menschen so komplett auseinander, wenn er sagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau schon mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat schon Ehe gebrochen. Und da hinterfragt sich halt jeder so, hey, wie ist es in meinem Leben, habe ich schon mal eine Frau oder Mann begehrlich angesehen? Und jeder weiß, wenn er ehrlich zu sich ist, natürlich haben wir das, haben wir alle. Und das heißt im Umkehrschluss, keiner auf dieser Welt erfüllt diesen Standard. Also keiner für diesen Stand. Jeder hat von uns Ehe gebrochen. Jeder, mhm, von uns auf dieser Erde ist ein Ehebrecher. Jeder, der dieses Video jetzt gerade guckt, ist ein Ehebrecher. Mhm. So, und Jesus macht praktisch deutlich, Leute, versucht gar nicht erst. Es geht gar nicht um das grobe Halten von Gesetzen und auch Gesetze machen euch nicht gut, sondern euer Herz ist nicht gut. So, jeder Mensch da draußen ist nicht gut. So, das ist halt die gute Nachricht, die noch kommt, also das Evangelium, dass Jesus sagt, okay, ich komme auf diese Welt und lebe dieses perfekte Leben als guter Mensch, also wirklich als guter Mensch und also als 100% Mensch und 100% wahrer Gott und lebe dieses Leben ohne diese begehrlichen Blicke, ohne dass er jemanden getötet hat, beleidigt hat, sondern das Gegenteil, Leute geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat so das perfekte Leben gelebt, was man sich vorstellen kann. Und ein Lieblingsvers in der Bibel ist 2. Korinther 5, Vers 21. Der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist halt so spannend, weil Jesus jemand war, der von keiner Sünde wusste und dieses perfekte Leben lebt, mhm, für uns, dass wir einfach gerecht werden können vor Gott, weil wir können es gar nicht. Also Gott sagt uns praktisch in seinem Wort, ihr könnt die Gebote Gottes, ihr könnt sie gar nicht halten. Also wenn ich alles das lese, dann weiß ich so, okay, I'm lost. Und das ist nachher auch das Ziel, zu wissen so, okay, Jesus, diesen Standard, den kann ich nicht halten. Ich kann nicht den Standard halten, einen Mann nicht mit begehrlichem Blick anzugehen. Ich kann den Standard nicht halten, meinen Bruder nicht im Herzen zu verurteilen oder so, oder schlecht über ihn zu denken. Aber durch das Werk am Kreuz und das Liebe hat Jesus halt ja die Sünde besiegt und den Satan auch besiegt und auch so die Macht der Sünde einfach besiegt. Und ich bin nicht mehr Sklave der Sünde und nicht mehr gefangen so in diesem, dass ich auch einfach ein schlechter Mensch bin, sondern darf in Christus ein gutes Leben führen. Also ich darf oder ich kann durch sein Werk am Kreuz halt auf Sünde verzichten und kann halt ein Leben führen, ohne Männer begehrlich anzublicken und ohne schlecht über Menschen zu denken und einfach ja, ein Leben in Liebe zu leben und in Christus. Und das ist halt einfach so viel anders. Mhm. Aber gerade meintest du ja, dass es nicht möglich ist, frei von Sünde zu leben. Mhm. Aber dadurch, dass Jesus am Kreuz, mhm, gestorben ist, wäscht er das zwar rein, aber du sündigst doch immer noch. Mhm. Oder nicht? Also, ich sag mal so, es gibt einen Moment vor Christus, wo die Bibel ganz klar sagt, ihr wart tot. Also ihr wart geistlich tot in euren Übertretungen. Und dadurch, dass Jesus mich gerecht gemacht hat, bin ich von diesem Status, ein Sünder zu sein, kein Sünder mehr. Also ich würde jetzt sagen, mhm, ich bin kein, also meine Identität besteht nicht darin, ein Sünder zu sein, mhm, sondern darin, eine gerecht gesprochene zu sein. Ich bin heilig gerecht gesprochen. Ich bin seine Tochter. Und er lebt in mir. Das heißt nicht, dass ich nicht sündigen kann. Also ich kann jetzt, mhm, ich habe bestimmt schon gesündigt. Beim Autofahren haben wir zum Beispiel zuletzt gesündigt. Also es ist so, dass wir, natürlich sind wir nie komplett, weil dann werden wir ja wie Jesus. Ne? Oder, ja, halt. Aber das ist unser Ziel, hier auf Erden so zu leben, wie Jesus gelebt hat und so, mhm, zu werden wie Jesus. Also dass wir verwandelt werden in sein Bild. Und es geht nicht, dass ich einfach sage, okay, ich strenge mich jetzt an und ich höre auf, einfach schlecht zu denken oder, keine Ahnung,
versucht, Sünden zu lassen aus eigener Kraft, sondern nein, wenn ich auf Jesus blicke, verändert er durch seinen Heiligen Geist mein Herz und ich kann diese Gebote aus Freude einfach halten, weil Jesus in mir wirkt und das nicht aus mir heraus so eine Werkengerechtigkeit ist praktisch, dass ich sage, ich muss die Gebote halten, damit Jesus, nein, Jesus hat mich geliebt und er hat mich errettet, er ist für mich gestorben und dadurch, dass ich an ihn glaube und er mir seinen Heiligen Geist geschenkt hat, habe ich halt eine komplette neue Identität, die nicht darin besteht, ein Sünder zu sein, sondern heilig zu sein, aber trotzdem zu sündigen. Also ich kann noch sündigen, aber es ist nicht mehr, also dazu bin ich nicht berufen. So, ich bin dazu berufen, der Sünde zu sterben. Ich bin dazu berufen, heilig zu leben, heilig zu wandeln. Und das liebe ich und das will ich. Und ich möchte so leben, wie Jesus möchte, dass ich lebe. Und das können wir durch seine Kraft und die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist übernatürlich, das kommt gar nicht von mir. Also ich könnte jetzt niemals sagen, so ja, okay, ich lebe jetzt. Also ein normaler Mensch kann jetzt nicht sagen, okay, ich lebe jetzt heilig. Weil das schafft er ja gar nicht. Ja, ich verstehe. Ja. Also ist auf der einen Seite dein Bekenntnis zu Jesus und dadurch entsteht auch eine Abhängigkeit zwischen dir und Jesus. Hm. Und das gibt dir die Möglichkeit, ein Leben zu führen, was der Heiligkeit möglichst nahe kommt. Genau, also ich sage auch sehr gerne Heiliger Geist. Also ich glaube an den drei einigen Gott, an den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist. Und als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er uns seinen Heiligen Geist hier gelassen sozusagen. Er hat gesagt, ich muss gehen. Das war Christi Himmelfahrt, aber ich werde euch einen Beistand, also ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch alles lehren, er wird euch leiten. Und ich würde schon sagen, dass ich in kompletter Abhängigkeit vom Heiligen Geist bin, also dass er mir wirklich tagtäglich begegnet und dass er mir sagt, wohin es geht und wie ich mein Leben zu leben habe und einfach wirklich sensibel bin für seine Stimme, was er mir so sagt. Das klingt gerade alles ein bisschen weird vielleicht, aber dass er einfach mich leitet am Tag einfach, dass er mich ja leitet und dadurch kann ich heilig leben, ja. Ja, nee, das klingt überhaupt nicht oder wie auch ganz immer. Ganz normal. Ja, also das vielleicht nochmal zu meiner Vorgeschichte. Eine gewisse Fügung, eine göttliche Fügung. Mein Vater hat auch mal davon gesprochen, so Leo, das sehe ich immer wieder bei dir, so die Engel stehen auf deiner Seite, die meinen es gut mit dir. Und dafür bin ich enorm dankbar, weil das ist etwas, was ich auch immer wieder gesehen habe oder auch gespürt habe, weil es gibt ja immer Momente im Leben, die man sich einfach rational nicht erklären kann. Das sind Eingebungen und das sind Momente, wo du vielleicht auch nur haarscharf überlebst und dann dir denkst, okay, es hätte auch alles ganz anders laufen können. Voll. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht. Aber das Stichwort, was wir gerade hatten mit der Abhängigkeit, finde ich ein sehr interessantes, weil das erste Mal, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, okay, du bist das Schaf des guten Hürden, so wird es ja beschrieben. Das war bei der Taufe von meinem Kumpel und das hat ein Priester dort aus der Bibel zitiert und ich war erstmal ein bisschen perplex, weil ich habe mir gedacht, okay, aber ich will doch kein Schaf sein. Ja. So, ich habe jetzt auf der politisch-weltlichen Ebene 3 Jahre dafür gekämpft, kein Schaf mehr zu sein und den Leuten zu sagen, hey, werdet eigenständig im Denken, werdet unabhängig vom Staat. Aber auf der Ebene des Glaubens, also auf dem, was wir mit unseren Augen jetzt nicht wahrnehmen, sondern das Übernatürliche, was es gibt, auf der Ebene will man natürlich, wenn man mal drüber nachdenkt, nicht unabhängig sein. Ja, also du willst doch nicht getrennt sein von dem, der dich geschaffen hat. Und das wurde mir dann immer klarer, halt abhängig einfach zu sein. Ein Schaf ist halt dumm, ne? Ein Schaf ist dumm, ein Schaf braucht Zurechtweisung, ein Schaf tut, was es will, es ist einfach dämlich. Ja. Und das ist halt aber auch der Punkt, und das hast du voll gut gesagt, so ein Schaf, keiner will ein Schaf sein, so, ne? Also wozu lebe ich und baue mein Leben auf und werde zur besten Version meiner selbst, wenn ich nachher als Schaf ende. Aber das ist der Punkt, sich irgendwann einzugestehen, I'm nothing. Ich bin niemand. Ich bin nichts. Und das können so viele nicht. Also, weil ich glaube, so Stolz ist so eine der größten Sünden, beziehungsweise ist das, glaube ich, was ganz oft zwischen Menschen und Gott steht, so ist Stolz. Wirklich einfach der Stolz zu wissen, so, ich weiß es besser. Ich brauche keinen Gott. Das ist Stolz sagt dir, ich brauche keinen Gott und ich bin abhängig von mir selber. Ich bin mein eigener Gott. Mhm. Und das muss praktisch einfach gebrochen werden. Also so wirklich. Und deswegen lernen viele Leute auch Jesus erst im Leid kennen meistens, weil sie erstmal realisieren müssen, okay, jetzt habe ich nichts mehr. Und jetzt hinterfrage ich mal, jetzt brauche ich jemanden. Und sie merken, ich bin ja doch abhängig. Und auch gerade Corona hat uns gezeigt, und ich erinnere mich an die erste Nachrichtenfolge in
im ARD, glaube ich. Und da hat der Nachrichtensprecher gesagt, und ich weiß, es war so ein Tag, wo keiner wusste, was geht hier eigentlich ab. Und er meinte, Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und da war ich so, krass, jetzt fangen sie langsam an, vielleicht doch zu hinterfragen, so, wie ist es, wenn alles komplett gerade zusammenbricht und keiner weiß mehr, wie kann man irgendwie irgendwas kontrollieren. Und ganz am Anfang war das so, wow, die Leute müssen erstmal gebrochen werden. Sie müssen lernen, boah, krass, das Leben kann von heute auf morgen, kann alles aus dem Ruder laufen. Und selbst dann merkt man so, ey, ganze Politik bricht zusammen. Wir sind, und man merkt, okay, wir sind gar nicht mehr abhängig, also ich bin gar nicht abhängig von Politikern, weil unser Leben, also es bricht gerade alles auseinander und man merkt so, hey, die sind so instabil, die widersprechen sich, worauf stütze ich mich? Und irgendwann muss man halt erkennen, so, ich brauche Rettung, ich brauche Hilfe, ich brauche Wegweisung und die finden wir nur in Jesus allein. Und deswegen ist so dieses, der Status von so einem Schaf, ja, ich bin dumm, aber ich liebe das, zu wissen so, dazu gehört einfach auch Demo zu sagen, ja, ich habe es nicht ergriffen und ich brauche jemanden, der mich leitet und führt. Und ich will das sein, ich will dieses Schaf sein und ich möchte auf Jesus einfach vertrauen und ihm nachlaufen. Alternative ist, dass man das Schaf von der Gegenseite ist, von der Gegenseite von Gott. Und die Gegenseite von Gott, Satan, der lässt sich ja heutzutage leichter erkennen als vielleicht jemals. Mhm. Über Symboliken, über Rituale, gerade in der Unterhaltungswelt, also in der Welt, die uns am meisten beeinflussen kann. Also ich sag mal, so ein Politiker, gut, mit seinen Reden hat er vielleicht einen Einfluss auf ein paar, die sich für Politik interessieren, aber die Serien, die Filme, die Zeitungsartikel, die Social Media Influencer, das sind ja die, die das Weltbild der Menschen vorrangig gestalten. Und wenn man sieht, dass all diese Kreise, all diese hohen Kreise einer satanistischen Ideologie, dass sie gut damit sind, dass sie da ausgenutzt für werden, dann bist du im Umkehrschluss als Konsument ganz unten in der Nahrungskette eben auch ein Schaf. Ja? Bist eben auch ein Schaf, nur eben von diesen von der anderen Seite, von diesen weltlichen Dingen, die dir vorgegeben werden, die dich eben davon ablenken, dass es einen Schöpfer gibt, der es gut mit dir meint. Und ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den ich jetzt so erst in den letzten Monaten so realisiere. Manchmal vor dem Einschlafen sagt man ja auch, so auf jetzt Rationalität, Gehirnstrukturen, dass man vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen so anders schwingt, also im Sinne von, dass einfach deine Frequenz des Gehirns halt eben sehr aufnahmefähig ist oder einfach eben nicht in diesem Überdenken stattfindet. Und da kommen mir dann manchmal solche Eingebungen wie, hey, du weißt, dass es Gott gibt und dementsprechend kann es nichts Besseres geben, als Gott zu dienen und so sein bester Kämpfer zu werden. So, was sollte es Besseres geben? Ah, das ist voll heftig. Ja. Das hättest du vor echt ein paar Monaten, haben wir schon gesprochen, hättest du das nie gesagt. Vermutlich, auch vor 2-3 Jahren, wo ich so angefangen habe, drüber nachzudenken, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Jesus sieht dich voll krass. Wir hätten das Video vorher machen müssen, weil jetzt bist du schon zu weit. Ja, um dann nochmal zurückzuspulen, jetzt nicht nur vor 3 Monaten, sondern auch vor 3 Jahren, da habe ich halt einfach nur drüber nachgedacht, okay, wie kann ich halt mein Fitness durchziehen, so wie werde ich muskulöser, wie werde ich stärker, und das ist ja immer noch eine Komponente, so, weil ich glaube, wenn man dem Göttlichen dienen möchte, dann bringt es nichts, wenn du vollgefressen auf dem Sofa bist. Das ist ja genau das, was Jesus Christus dir nicht vorgelebt hat, und dementsprechend, ja, denke ich, bin ich auf einem soliden Weg, so, und ich glaube, auf diesem Weg ist jeder, deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen aufgeregt so vor solchen Gesprächen oder so ein bisschen so eine Art Drucksituation, weil in eurem Umfeld, heute, gestern auch bei der Gemeinde, da sind die meisten Menschen ja schon so sehr gefestigt in ihrem Glauben, dass man manchmal denkt, so, okay, ich bin jetzt ich weiß, es gibt Gott und ich möchte Gott dienen, aber ich bin halt... Man fühlt sich so weniger heilig als andere, ne? Ein bisschen so. Vielleicht so, genau. Ja, ich glaube, aber ich glaube... Bei euch einfach das viel mehr am Herzen schon liegt. Das denkt man sehr schnell, aber auch in so einer Riesenmasse gibt es so viele Leute, die gar nicht diese Beziehung zu Jesus haben. Also nicht jeder, der da jetzt sitzt, hat eine Beziehung zu Jesus, würde ich ja immer mal behaupten. Und es gibt immer Leute, die strugglen oder die zum ersten Mal da sind und so weiter. Und was mir auch voll wichtig ist zu sagen, so, wir sind alle gleichermaßen auf die Gnade Gottes angewiesen. Also ich bin in meinem, also jetzt genau in meinem Stand, wo ich bin, egal wo ich im Glauben stehe,
genauso angewiesen, also genau gleich angewiesen auf die Gnade Gottes, wie du es bist. Egal, wo man im Glauben steht, wir alle sind gleichermaßen auf die Gnade Gottes angewiesen. Und ja, vielleicht hilft dir das zu wissen, ey, jeder Mensch auf dieser Welt ist halt bedürftig. Wir brauchen alle diesen einen Retter, wir brauchen alle den Jesus gleichermaßen. Es gibt halt wirklich nur zwei Seiten und da bin ich sehr schwarz-weiß auch unterwegs. Kein Raum für Interpretation, bei mir echt nicht. Es gibt halt wirklich nur, entweder du gehörst halt zur Finsternis oder du gehörst halt zum Licht. Und Jesus ist gekommen, um die Finsternis, er hat die Finsternis halt besiegt, so ein erstes Licht, was kommt in die Finsternis. Aber würdest du sagen, vor 3 Jahren, wo ich einfach in mein Fitnessstudio gegangen bin, so, ich habe so ein bisschen politisch hinterfragt, war aber ein ganz cooler Typ, aber natürlich, ich war weit davon entfernt, frei von Sünden zu sein, also auch Drogen und so Pornografie. Die Frage, ob ich vor 3 Jahren dann für die dunkle Macht gelebt habe. Ich hätte so eine ehrliche Frage. Ja. Also ich habe auf jeden Fall Dinge getan, die nicht gut sind. Also das ist klar, aber war auch mein Herz dahinter und hat gesagt, so ja, diese dunkle Seite, das ist die gute. Oder gab es 2 Seiten in mir? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, da stellst du mir eine Trick-Frage. Ja, das siehst du mal. Voll rausgeworden jetzt. Ja, ja. Also ich bin dir ehrlich, also ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Also ich glaube, dass jeder Mensch, ich werde so gecancelt nach dem Satz, ich glaube wirklich, dass, ja, das ist wirklich, also wie gesagt, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich glaube wirklich, dass jeder, der Jesus Christus nicht kennt und noch keine Begegnung mit ihm hatte, ich glaube, jeder, der nicht, jeder, der einfach noch gefangen ist in Sünde und der dieses Licht noch nicht erblickt hat, wirklich auch Sklave der Sünde ist. Jesus sagt, die Bibel sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Mhm. Und auch ohne, dass wir das manchmal merken. Also es gibt viele Leute, die leben so, wenn ich die sehe, und es tut mir auch manchmal leid, weil ich mir denke, die leben halt voll das gute Leben. Gut. Also dieses menschlich gute Leben, wo wir meinen, unser menschlicher Standard entscheidet, was gut und böse ist. Und wie können die, da frage ich mich so oft, wie können die eigentlich so Sklaven der Sünde sein? Aber Gott sagt, wenn wir geboren werden, sind wir in dieser gefallenen Welt und wir alle sind Sklaven der Sünde. Wir alle, ich war auch Sklave der Sünde, bis Jesus mich befreit hat. Und bis ich gesagt habe, Jesus, ich glaube an dich. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. So, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Jesus nicht kennen, Sklaven der Sünde sind, auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht merken oder nicht bewusst dem Teufel dienen. Es gibt auch Leute, die dienen ja bewusst dem Teufel, das ist ja dann ein anderes Ding. So, aber auch wenn wir das nicht tun, gibt es nur das eine oder das andere. Ja, also ich finde, Sklave und Sucht auch gehen Hand in Hand, weil viele Menschen, und da hatte ich auch viel zu kämpfen, habe ich auch teilweise immer noch so süchtig nach etwas zu sein. Und sei es damals vielleicht noch irgendwelche Drogen, auch wenn es jetzt nicht so eine ganz harte Phase war. Warst du süchtig nach Drogen? Also ich habe halt viel Gras geraucht mit Freunden. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Das ging auch relativ früh los, so mit 15 den ersten Joint, aber das wirkliche so eine Phase, wo man echt gesagt hat, okay, jedes Wochenende, so mit 16, 17, krass. 18. So. Und wie lange dann? In welchem Zeitraum? So 3 Jahre würde ich mal sagen. 3 Jahre hast du jedes Wochenende Gras geraucht, krass. Hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Und jetzt bist du so, dass du sagst, das lehnst du ab, oder? Ja, also ich trinke auch nicht zu Silvester, aber da auch nicht jetzt, vielleicht unterbewusst auch irgendwie, um Gott nicht zu enttäuschen, aber da ist auch so ein es reizt mich einfach nicht so wie damals. Und ja, vielleicht ist das auch irgendeine Art göttliches Gesetz, dass man vieles erstmal ausreizen muss, bis man merkt, das ist es nicht. Könnte ja sein. Und so war das bei mir bei vielen Dingen, bei Videospielen und bei Cannabis. Alkohol war ich nie so der Große. Und aktuell ist es halt mit diesem sozialen Medienthema, ist es ein Dauerbrenner. Also sprich, ich mache zwar die Medien und probiere so wenig wie möglich zu konsumieren, aber ich merke halt, wie einen das immer wieder zieht. Also immer wieder ist dieses Verlangen, die Sünde lockt nach dem Motto, da ist das Handy und dann kannst du wieder anfangen zu scrollen und dann fühlst du dich danach wie ein hirntoter Zombie, so, das kann es ja nicht sein. So fühle ich mich zumindest danach. Deine Leistung zu denken wird eingeschränkt und du hast halt echt dieses Wunderwerk, dieses Gehirn und ballerst es halt zu mit unnützem Zeug. Ja. Das kann es nicht sein. Und ich hoffe halt, dass diese Sünde, diese Verlockung
halt immer schwächer wird. Und das sehe ich ja bei jedem, der überzeugter Christ ist, also sei es jetzt bei meinem Freund, dem Henrik, der geheiratet hat, sei es bei dir oder heute beim Frühstück, das sind ja Menschen, die das sagen und auch tun und das mit vollster Überzeugung und nicht einfach so, ja, hey, hier mit Gott und so, das ist ganz cool und so, sondern die leben das ja. Und das finde ich beeindruckend, weil die Frucht daraus ist eben ein ganz anderes Leben als das, was man so in Berlin auf der Straße kennt, offensichtlich. Ein bisschen. Schon ein bisschen anders, ja. Und deswegen, wenn ich mich für eine Seite entscheide, dann natürlich für die Erstgenannte. Sonst wäre ich ja nicht hier in Hamburg, wenn ich das Leben in Berlin nicht ablehne oder hier auf dem Land bei dir, weißt du? Ich sehe gerade ein Schaf da. Echt jetzt? Ja, oder sind das Schafe oder sind das... Ach so, ja, die sind da irgendwie. Sind das zwei Wochen da. Wir können sie den Schafen und können sie nachher streicheln. Machen wir so. Alles sehr interessante Themen, worüber wir hier sprechen. Man kann natürlich jetzt stundenlang weiterreden und ich glaube, mit dir wäre das richtig spannend, aber die Zeit läuft uns auch ein bisschen davon. Die Akkus auch irgendwie. Die Akkus und außerdem... Identifizieren sich als Lehrer. Wir haben heute auch noch was vor. Ja. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich dich für dieses YouTube-Video gewinnen konnte. Also richtig schön, dass wir dich hier hatten und ja. Also, vielen Dank, dass ich auch heute hier sein konnte und für deinen Mut, dass du mich ein zweites Mal hierher eingeladen hast, beziehungsweise du mir heute die Plattform gegeben hast für diesen bösen Recht. Und ja, alle, die zugeschaut haben, vielen Dank. Bildet euch immer eure eigene Meinung über jeden Menschen, bevor ihr urteilt, weil ich glaube, jeder, der mir jetzt zugehört hat, der wird jetzt nicht so auf den Gedanken kommen, okay, das ist einer von denen, der hier die Asylantenhäuser anzündet. Aber so wird halt gerne über unser einer berichtet oder das wird uns gerne in die Schuhe geschoben, wie wir diese Menschen unterstützen. Aber nee, so, ich bin einfach nur auf die Welt gekommen, habe hier meine Erfahrungen gemacht und sehe politisch sehr viel falsch und finde gerade zum Glauben. Deswegen bin ich heute mit der Jasmin hier und so, das war's schon. Also wir sind ziemlich harmlos. Mir macht das überhaupt nichts, weil, wie ich dir erklärt habe, sowas, wie ich es jetzt gerade mache, mache ich ja nie. Aber weil ich halt weiß, wie deine Community teilweise, oder was heißt deine Community, wie du aus der christlichen Community angegangen worden bist, probiere ich mich gerade so hineinzuversetzen, dass ich mit denen jetzt gerade spreche, was ich irgendwie tue und so. Schaut uns progressive an. Theologie. Okay. Ganz genau, ja. Ganz genau. Ja. Schaut unsere Sachen an oder schaut es nicht an, aber ja, werft nicht mit Steinen. Nice, richtig schön. Ja, dann verabschieden wir uns von dir. Ja, wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt noch Hamburg unsicher. Hamburg unsicher machen. Tschüss.